Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic! Genau, und heute mit einer wunderschönen Zuschaueraufnahme mit dem lieben Pommesstück. Hallo! Bist du auch schon frittiert heute? Sehr schön. Ja, du hattest eine super coole Idee. Du hast hier eine Map gebaut, auf die bin ich auch schon sehr gespannt, nämlich eine Racetrack. Aber es wäre ja langweilig, mit normalen Autos zu fahren, hast du gesagt. Also müssen wir heute ein Fahrzeug bauen mit der neuen Beta, und zwar mit den Spud Guns. Also die da als Antrieb. Und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Und du hast mir schon ein Beispiel gezeigt. Und es funktioniert erstaunlich gut. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert, wenn ich darauf baue oder in die Richtung baue, dass man damit fahren kann. Ach du Scheiße, egal. So. Ja, genau. Wie war das? 15 Minuten haben wir Zeit und dann fahren wir damit ein Rennen. Okay, und da haben wir einen Timer hier, das hat eigentlich schon alles so toll vorbereitet, voll cool. Genau, und wenn ich jetzt den Schalter umlege, geht's los, hast du gesagt, ne? Ja. Okay, na gut. Dann drücke ich mal aufs Knöpfchen. So, oha. Okay, dann das bedeutet wohl, es geht jetzt los. Ja. So, ja, wie baut man so ein Ding? Ich weiß nicht, kann man sowas schwer bauen oder sollte man das lieber nicht so schwer bauen? So, ich werde es eher, wahrscheinlich eher leicht halten. Eher leicht halten, okay. Oh, jetzt habe ich... So. Oh, weh. Oh, und man muss ja auch Bremsen bauen, oder? Rein theoretisch gesehen. Ja, ich glaube, es könnte für die Strecke recht gut sein. Okay, Ich habe noch keine Ahnung, wie man sowas bauen soll. Du kannst ja erstmal das Grundgerüst bauen. Ja, das ist vielleicht eine sehr gute Idee. Und dann ist das Kern des Rennwagens etwas breiter. Das ist total ungewohnt. Man baut dann doch irgendwie anders da. Hey, wieso gehst du mich da drauf? So, jetzt. So, genau. Okay, ich habe schon eine super coole Idee. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber ich krieg das schon hin. So, machen wir hier mal so. So, okay. Das Schlimme ist, bei mir muss das auch noch gut aussehen. Das ist das Beschissene. Ah. So, aber Grundgerüst ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht sollte das Ding erstmal generell auf Rädern stehen, bevor man alles baut. So. Baust du mit Stoßdämpfern? Sollte man mit Stoßdämpfern bauen? Ich hab's jetzt nicht gemacht. Aber wenn man will, kann man es machen. Okay. So hügelig ist die Strecke nicht. Okay. Man hat ja auch noch eine Zeit, das darf man ja auch nicht vergessen. So. Jetzt schon mal die Spudguns anbauen. Was? Wie lange habe ich noch? Ah, ich habe nur ein bisschen Zeit. Okay, gut. Das ist irgendwie scheiße so. Ich muss höher. Ich mache es wahrscheinlich viel zu kompliziert. Das ist immer so. Ich mache es immer zu kompliziert. Das liegt in meiner Natur. Vielleicht jetzt kleiner Tipp. Wenn die Spud Guns irgendwo gegenschießen, das vom Fahrzeug selbst ist,
dann nützen sie nichts. Dann nützen sie nichts. Okay, gut zu wissen. Habe ich selbst schon mit ausprobiert. Ob zwei Spartans für die Bremse reichen? Ich nehme lieber noch einen dritten. Ich nehme lieber drei. Also wenn sie wo dagegen dotzen, dann bringt sie nichts. Nur wenn es vom Fahrzeug selbst ist. Aber das ist ja heftig. Da geht, da ist ja mal eine ganze Idee für den Arsch. Versteck kann man ja so nicht besonders gut einbauen. Ja, das ist schade. Das war jetzt nämlich so ein bisschen so... ein kleiner Gedanke. Scheiter schon mal hin. Und noch über die Hälfte der Zeit. Ja. Das sollte ja reichen. Ich überlege, mache ich die Bremsen auch mit, dass sie dauerfeuern können oder dass man die ganze Zeit den Knopf drücken muss? Mit Knopf drücken, aber dabei Dauerfeuer. Ja. Da frickst du den Falschen. Darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, aber ich denke, die werde ich mir bald machen müssen. Knopf da. Das kommt raus. Der Sitz ist schon drin. Ach, verdammt. Hier rein. Da rein. So, eigentlich kann ich sagen, bis auf dass die Spartans noch verbunden werden müssen, was ich aber erst ganz zum Schluss mache. Bist du damit schon wir nicht doch. Ich werde mich jetzt ans Design machen. Ja, Wahnsinn. Verbindung hier bei erst ganzen Plus und nicht, dass es mir doch außersehen wegfährt. Ja. Weil ich außersehen den Schalter entferne. Der dafür sorgt, dass die Glock nicht läuft. Wie kann man. Ich ein Heckspoiler. Ich glaube, der wäre was. Dann mal auch noch ein Spoiler. Der Wahnsinn. So. Oh Gott. Ich höre, du verwendest Stoßdämpfer. Ja. Das ist eigentlich scheiße. Ich hätte es lieber ohne machen sollen. Die Räder abbauen und wieder anbauen geht doch schnell. Ja, erstens wird alles ein bisschen so wabbelig und so. Und zweitens muss man da ja auch ein bisschen anders da bauen. Das war ein Trick. Jetzt. Mit Schere aus Scheren wird jetzt. Der Heckspoiler gemacht. Welches Schild nehme ich denn? Oh Gott, wie viel Zeit habe ich noch? Etwas über die Hälfte der Zeit ist rum. Okay. Hey, wo kommt er denn noch dran? Ach, da. Okay. Ich machen. So ein Scheiß, ne? Scheiß Tool, jetzt krieg ich einen Spoiler nicht hin.
So, der fette Spoiler ist auch fertig. Irgendwie von den Proportionen sieht mein Fahrzeug total komisch aus. Sehr gut. Spoiler. Der ist das Wichtige. Spoiler ist wichtig. Oh, das sieht schon cool aus. So, okay. Jetzt muss ich das Ding irgendwie zum Fahren kriegen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du das gemacht hast. Und ob ich das dann ähnlich habe oder. So, dann brauchen wir einen Schalter. Oh, das Teil ist fast rum. Was? Noch eine Minute. Oh mein Gott! Zack. Zack. Dann hier, zack. Nochmal neu anbauen. Vorne. Zack. Zack. So, noch ein Timer. Und dann schnell die Verbindung da, machen. Dem. Und wirst du ohne Farbe bleiben. Lenken muss man können. Hä? Warum fährt der? Nein! Oh, ich seh's nicht. Oh, was macht der denn? Wo hab ich denn jetzt reingebunden?
Vielleicht hast du den Shadow nicht verbunden. Jetzt würde die Glocke nicht laufen. Oh mein Gott, was bedeutet das? Ende. Ende? So, ich hoffe einfach, dass es jetzt funktioniert. Boah, ich hab Glück. Oh, es funktioniert. So. Optisch vielleicht nicht das Beste, aber... Ja. Lustige Idee. Keine Idee, auf jeden Fall. Ja, mein Pferd so weit. Guten Tag! Oh, ich glaube, deins ist schneller. Aber schauen wir mal. Ich habe 5, die mich antreiben. Was habe ich? Ich habe 6, aber meine ist, glaube ich, schwerer als deine. Ich hab auch Licht. Das flackert beim Fahren. Haha, nicht schlecht. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall eine sehr lustige Idee. Ja, 2, okay. 1, go. Ich kenne die Strecke nicht! Weg da! Oh, das tut mir leid. Jetzt habe ich dich weggerammt. Oh nein. Jetzt hat er aber noch einen Unfall gebaut. Bremsen! Komm, es gibt Gas! Okay, deiner ist definitiv schneller, glaube ich. Meiner ist zu schwer geworden. Oh! Was ist, wenn man umfällt? Nein, nicht aussteigen! Dann darf man sich wieder aufrichten. Okay. Ja, die schöne Kurve. Oh. Gut, dass dein Auto nicht aus Kartons ist. Jetzt kommt nochmal blöde Kurven. Bremst dich eigentlich nicht, wenn ich das damit nicht damit bin? Ja, ich hab. Nein! Was ist das? Ja, das war eigentlich beim Bau der Strecke sogar nicht mal so geplant. Scheiße, hab ich eingeholt! Scheiße, umgekippt. Nein! Oh, hier komme ich ja nicht mehr raus. Und wieder weg. Jetzt die erste sind ja gemein. Jetzt geht's auch noch bergauf. Ach, das. Da kommt noch eine längere Bergaufstrecke. Jetzt kommt der Baum. Stammhindernis. Oh, voll abgehängt. Scheiße, schon wieder umgefallen. Oh, meiner ist voll lahm. Meiner ist zu schwer. Jetzt geht's auch noch mal schön bergauf. Ja. Und gleich. Irgendwie kommt gleich sogar noch ein Sprung. Oh, meiner schafft's gar nicht. Also fast. Jetzt bin ich gerade in einer der engsten Stellen. Ah, okay. Und nur mit einem ziemlich kleinen Fahrzeug. Einen ziemlich geringen Wendekreis. Ohne Probleme schafft. Oh, du hast mein Gas angemacht. Hier lang vorbeifahren. Und? Oben oder unten lang? Scheiße.
Spektrum. Ah, oben rum. Okay, gut zu wissen. Oh, was ist das? Oh! Ein Sprung. Scheiße, der gewinnt am Ende doch noch. Ich bin wieder eingeholt. Wie geil. Hey, wo bist du lang? Ah, da. Okay. Hol mich doch! Wenn ich hier runter sitze, ist man eigentlich auf das Ziel geraten. Scheiße. Ah, okay. Da da! Nur weil ich mich ja gerade eben beim Sprung aufgegangen hatte. Ja, macht blöd für dich, das stimmt. Ziel! Wuhu! Da da! Miep. Es ist mehr so ein Traktor. Ja, meinst du, es ist ein bisschen traktormäßig geworden? Jetzt würde es mich mal interessieren, fahren wir mal geradeaus, wer schneller ist, also von okay. Der Geschwindigkeit her. Ich habe ja auch keinen so großen Wendekreis. Deine Wendekreise zurück. Ja, meiner ist echt, also meiner hat auch relativ. Geht auch nicht. Okay, probieren wir es mal. 3, 2, 1. Oh, falsch. Ja, man hat schon V-Max erreicht. Also weil er ist nicht so schnell. Ich habe unten Platte rein, weil ich dachte, man ist ziemlich hoch und deswegen habe ich gedacht, ich mach den ein bisschen schwer unten. Aber das hätte ich vielleicht gar nicht machen sollen, brauchen. Ich hätte vielleicht einfach gleich ohne machen sollen. Naja. Und wenn das dann so gegen so ein Teil dotzt, dann bringt das nichts, okay? Das ist ja krass. Halt mal aus. Eigentlich? Wahrscheinlich war immer so. So, bei mir ist jetzt. Der Stamm bei mir jetzt. Ist der Antrieb komplett verdeckt. Ah ja, genau, ja. Tatsächlich. Ah, weil das wahrscheinlich wieder nach hinten drückt dann durch den Schlag, ja. Okay, schade. Das hätte man da so richtig geile Motoren bauen können, so innen drin halt dann. Mhm. Muss man weiter mit Pistons machen. Jetzt können wir es ja nochmal mit deinem Battlecast besser in. Eine Runde. Was? Noch mit deinem Battlecaster, die du in der Folge mit den Waffensets vorgestellt hast. Ach so, ja, oha. Mit denen können wir uns mal hin. Das können wir probieren, ja. Hier mal hier gucken, schafft es meiner, die Wand umzustoßen? Wenn ich hier die Stützen entferne? Wenn sie da nicht von selbst umkippt. Stehen vielleicht noch. Oh. Meiner schießt auch recht weit nach oben. Ja, weil dann er so leicht nach vorne schräg runter geht, gell? Ja, er hat's geschafft. Ja. Okay. Oh, so hätte ich es bauen sollen. Soll ich auch noch mehr extra Power anbauen? Mach mal. Okay. Ich werde immer noch schneller sein als du. Raub dich jetzt einfach mal. Oh, hier. Lichter weg. So. Doch hier.
da, da, da. So. Ich verbinde jetzt mal eben schnell. Kann kurz dauern. Dahin. Dahin. Ey, wir müssen gut verbinden. Jetzt häng ich unten drunter fest. Oh. Muss ich dich retten? Nö, hab's selbst geschafft. Okay. Meine Bremse ist jetzt viel zu schwach. Ja, das Problem könnte ich glaube ich auch haben. Oh, da habe ich also noch eine vergessen. Ey! Oh, sorry. Oh, wie krass. Was für eine Kraft dahinter steckt. Boah, ich kann sogar driften. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Verbinden. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ja, ist ja cool. Jetzt kann ich besser von der Seite aus sehen. Ob da noch welche fehlen. Ich glaube, das passt so. Es reichen bei mir garantiert keine 3 Bremsen mehr aus. Deins fliegt! Ey, da kannst du ja sogar Flugzeuge bauen! Mein Plan ist Zeit, eine Rakete mit denen zu bauen. Oha. Na, dann mal viel Spaß. Hilfe! Drift! Das hier! Ui! Überschlag! Also, selbst auf dem, wenn ich auf dem Spoiler liege, kann ich noch fahren. Aha. Warte, schieb an! Jetzt will ich mal testen, ob... Ich brauche jetzt auf jeden Fall... Gewicht. Wenn ich mich umkippen will. Aber egal, ich will jetzt mal testen, wie gut meine Bremsen jetzt noch sind. Ich muss erstmal ein bisschen Gewicht anbauen. Dann setze ich die Bodenplatte durch mehrere Metallblöcke. Oh, mein Wendekreis ist unglaublich groß geworden. Den Bereich, den ich jetzt testen kann. Ey. Das könnte man sogar mit WS-Steuerung machen. Hm. Da ist mein Rad abgefallen. Oh. Das muss gleich nochmal neu ran. Was tut mich alles dafür, dass das Fahrzeug dann nicht mehr umkippt in Kurven? Jetzt werde ich immer eine Verbindung da lassen. Das ist echt Bodenplatte aus Metall. Größtenteils. Okay. Ich kenne nicht, dass das hinten abfällt.
Und der Sound klingt komisch. Wenn er abgeschossen wird. Und es leckt bei mir deswegen. Weil er die ganzen Partikel nicht tragen kann. So. Bremse verbinde ich trotzdem sicherheitshalber. Okay. Ach. So, jetzt habe ich eine Metallbodenklappe. Oh oh. Ui. Das klingt nicht gut. Ja. Oh. Ich glaube, das ist zu viel. Meine sind auch. Also mein Skripten-Konnektoren ist nicht mehr da. Meins auch nicht mehr, ist weg. Standbild. Ich auch. Huch. Ja, gut. Okay. Also übertreiben darf man es wohl auch nicht. Ja. Ich will es mir falls das Beispiel ja abgestürzt ist, dann will ich dann schon noch mal kurz in die Map rein und das Ganze speichern. Ach so, ja, verstehe ich. Ja, die Folge ist leider auch eh schon vorbei. Ja. Aber eine geile Idee, also auf jeden Fall gerne wieder, war eigentlich voll lustig. Eine coole Idee. Nächstes Mal mache ich besser. Abschließen. Oh. War echt lustig. Schönes. Ha! Bei mir geht's Spiel wieder. Lol. Okay, gut. Dann ich erstmal wieder Ewigkeiten warten, bis ich aus dem Scrap-Ladebildschirm raus. Oh, jetzt hängt's wieder. Komisch. Dann nur das Speicher ist ab. Veröffentliche es kurz. Ach so, ja. Im Workshop. Nur für Freunde. Kann ja. Ich es wieder downloaden, kannst du es wieder löschen, sobald ich es abgespeichert habe. Ja, das kann man machen. Wenn es jetzt dann bei mir geht, das weiß ich nicht. Ja. Aber wir machen hier jetzt auch schon Schluss. Wenn ihr Lust habt, lasst noch einen kleinen Like da. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Folge. Ciao, ciao!